Ich muss ehrlich sagen, als es hieß, Tino bringt einen mit, der für Gendern ist, dachte ich, du bist so eine Unsympathische, aber ich bin da jetzt. So, Tino, willst du ja noch mehr von deinen privaten Sachen ausplaudern, oder? Das will Pauline nicht hören, ich erzähle nicht so mehr. Ich sag mal, der Genuss für die Frau ist ja der Mannes zweite Runde des Mannes. Nee, dass der Mann Spaß hat, dachte ich immer. Hä? Hauptsache das, alles andere. Ich habe echt ein Interview gelesen von einer Pornodarstellerin, die meinte, der Sex ist zu Ende, wenn der Mann gekommen ist. Weil die Pornodarsteller natürlich auch die allgemeinen Frauen da vertreten sollten. Genau. Ja. Hallo, schämst du gerade Sexworker? Nein. Hast du gerade Pornodarsteller gesagt? Heißt es gibt keine weiblichen? Alter, was wir sind ein Thema. Intro. Vielen Dank, Hugo, dass du uns das heute ermöglicht, hier mal uns verbal die Schädel einzuschlagen. Das kriegst du wieder, du Assi. Ich nehme nur teil, weil Robin gesagt hat, das ist das letzte Mal, dass wir drüber reden. Ja, wir werden sehen. Ja, wir haben Tino, hallo. Hallo Robin, schön, dass du auch hier bist. Ja. Wir haben auf jeden Fall heute äußerst qualifizierte Gäste. Entschuldigung, du legst jetzt bitte das Pad hier weg. Das ist echt, das ist einfach nur, wir haben alle kein iPad. Und wenn du jetzt so als Diskussionsgrundlage Stichpunktzettel auf dem iPad hast, dann ist das okay? Nicht gerecht. Ich habe auch Notizen immer. Nein, kannst du ruhig nehmen. Ja, ja. Ich mache nur Entertainment. Entertainment? Das ist auch schon wieder nicht okay. Okay. Jetzt ja. Kannst du es nehmen? Ich weiß eh, was drin steht. Okay, na gut, dann frage ich dich gleich ab. Das ist für eine PowerPoint-Präsentation. Ja, genau. Wir haben heute den allerersten HörerInnenwunsch. Mhm. Oder Hörendenwunsch. Wir werden sehen, wie der am Ende heißt. Ich bin sehr gespannt, warum man ja eine große Ankündigung gemacht hat. Imp hätte ja jetzt den Höri-Wunsch. Ja, das klingt halt nicht gut. Das kann keiner ernst nehmen. Bin ich dagegen. Sehe ähnlich. Aber kommen wir erstmal, worüber reden was wir heute eigentlich? Los? Worüber reden wir denn heute eigentlich? Wir sind heute zu viert und reden. Dion stört gerade. Reiß erst mal die komplette Wohnung ab. Hier, Dion, willst du Hugo grüßen nach der Hörmusik? Aber auch okay. Der hört gerade live brennt. Dann grüße ich Hugo. Hallo Hugo. Vielen Dank fürs Kaufen des Hörerwunsches, Hugo, und zwar zum Thema Gendern. Uiuiui. Wir wollen dieses Thema ein für alle Mal begraben. Das wird uns bestimmt gelingen. Nicht? Zumindest ja, nur für uns, ja, hier thematisch. Schritt 1, Twitter löschen. Ja. Mein Ziel ist es heute, für alle Menschen eine allgemeingültige Meinung zu finden und einen Abschluss zu finden. Wie soll das denn gehen? Das finden wir jetzt raus. Dafür müsst ihr bis zum Ende hören. Ja, ich habe wirklich, also gegen Ende werde ich hier meine Lösung offerieren. Natürlich ist ich habe es zu dir auch schon gesagt, meine Traumlösung ist, bleibt einfach wie es ist. Aber wenn es nicht so bleibt, dann habe ich die perfekte Lösung. Und du kannst, wer bist du denn? Du kannst das ja hier für mich dann absegnen. So. Du kennst dich ja aus mit Sprache. Ja, also ich bin, Hallo, ich bin Pauline. Ich finde es übrigens ein bisschen witzig, dass ich nur noch darauf reduziert werde, dass ich Deutsch studiere. Also. Es tut mir auch manchmal ein bisschen leid, wenn ich immer so ein bisschen. Ja, übrigens im Sprachwissenschaftlichen ist das so. Aber ich studiere das halt. Ja, nee, das ist ja okay. Tino wollte eigentlich jemand anderen hier reinholen, aber der hatte dann noch mehr Angst vor Herodes. Nein. So. Ja, und schön. Ich habe da nämlich eine Lösung, bei der ich mir sicher bin, dass das sprachlich abgesegnet ist. Ich mache das ja immer nach Gefühl, du nach Studium. Und da werden wir gucken, ob wir da auf einen gemeinsamen grünen Zweig kommen. Also Fakten gegen Meinung, ja. Genau. Nein. Pass mal auf, Tino. Das ist halt auch wichtig. Du musst ja auch auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen. Wenn du denen irgendwie von jetzt auf gleich sagen willst, du musst jetzt irgendwie anders sprechen, da müssen die auch Bock drauf haben. Aber egal, wo fangen wir denn an? Herodes ist dagegen. Ich bin dagegen und ein bisschen offener, glaube ich. Also ich glaube, mein Punkt kennt ihr. Ich glaube, ich finde es fies, den auf dagegen zu reduzieren, ja, weil ich bin ein komplexes Wesen. Ich wollte das jetzt nur mal ganz, weißt du, machen. Also mich stört daran, dass es in eine übertriebene Wichtigtuerei ausarten kann und auch tut. Ich bin sehr in Ordnung damit, wenn in wirklich offiziellen öffentlichen Sachen das so geschrieben wird. In Sprache finde ich beide Formen nennen völlig in Ordnung. Mhm. Aber dieses Aufzwingen einer. Ich versuche es neutral zu sagen. Also aufgezwungen finde ich es nicht gut. Aber ich finde es in beide Richtungen nicht gut aufgezwungen. Jetzt ist ja schon hin und wieder die Rede von Verboten. Ich finde, das macht den Graben jetzt nicht flacher, wenn man das irgendwie zwingt oder verbietet. Und das ist die Meinung, die ich habe. Und wenn jemand das macht in meiner Gegenwart, in der Sprache,
dieses Zäsur-I oder wie man es richtig nennt. Ist, wenn man ein Laut nochmal dazwischen Glockenschlag oder so. Glottisschlag, ja. Dann möchte ich auch das Recht haben, dass ich meine Augen rollen darf. Es gibt ja auch so Worte wie Urinstinkt. Ja, das ist das Wort Ur macht. Und das Wort Instinkt. Genau. Das sind zwei Wörter, die zusammen sind. Nee, ja. Es ist ja nicht um eine Uhr. Und außerdem ist es ein Wort, was nicht... Ja, sorry, aber das ist, also, ich kenne das auch. Das Argument Rührei. Entschuldigung, das ist Rühr und Ei. Das sind schon zwei Wörter, die zu einem Wort. Also sagst du auch nicht Rührei. Ja, richtig, weil es das gerührte Ei ist. Beeilen. Ja, damit bin ich auch grün. Aber ich sage ja auch beeilen. Also ich das ist ja fast beilen. Nicht da, dieser Klingenton. Aber nicht beilen. Ja, beilen sage ich natürlich nicht. Das ist richtig. Beil dich mal. Ja. Wäre auch kürzer. Aber was ich ganz fast schon wieder angenehm ist, sind wirklich Leute, die das so machen, so wie beeilen, die dann sagen, ja, die PolitikerInnen, die machen dies und jenes und dieses Innen so fast nicht mehr hörbar haben. Hm. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum das da rein muss. Was? Na, warum muss innen? Der da rein? Ne, der Glottisschlag, warum muss der da unbedingt rein? Das ist halt in der deutschen Sprache so. Naja, aber das ist ja jetzt eine neue Sache. Ach, das wurde ja einfach jetzt bestimmt. Ja, aber den Glottisschlag gibt es ja schon ewig. Ja, aber richtig, aber warum muss das da drin sein? Bei Schauspielerinnen, wenn es halt um die weibliche Form geht, so, kann man das ja auch schnell sprechen. Aber jetzt in dem Fall muss man es dann langsam sprechen. Du willst ja beide sichtbar machen, deswegen sagst du SchauspielerInnen. Aber die Schauspieler stecken ja im Wortstamm eh schon drin. Deswegen verstehe ich halt nicht, warum man da... Weil es ja nur nach Frauen klingt, nach Schauspielerinnen. Das geht natürlich nicht. Fände ich nicht schlimm, wenn es für euch nur nach Frauen klingt. Nee, das Ziel ist ja, dass man ja beide inkludiert. Das ist ja das langfristige Ziel. Beide? Entschuldigung, ja. Alle. Also alle, ja. Ja, so, und beide da, Formen meine ich da jetzt. Da kommen wir nämlich auch zu einem großen Problem. Ja, ja, ich meine beide Formen einzubringen. Schauspieler und Schauspielerinnen. Ja, kann man ja sagen. So wie du es gerade gesagt hast. Das ist aber lang wiederum. Ich will ja auch die Sprache verkürzen, was auch dein Argument immer ist. Richtig. Dass wir kurz sprechen sollen. Kürzer als SchauspielerInnen ist Schauspieler. Ist aber doch ein Kompromiss zwischen Schauspieler und Schauspieler und Schauspielerinnen gibt's SchauspielerInnen. Das ist so ein Mittelweg. Oder man geht die neutrale Version und sagt Schauspielende. Das ist das erstmal richtig leider ungewohnt. Nicht bei jedem Wort. Das ja, das stimmt. Das aber das ist halt die... Es gibt ja verschiedene Arten von Gendern. Es gibt halt den, die auf die Feminine ausgehen, also man sagt Lehrer und Lehrerin. Mhm. Dann gibt es die neutrale Art, das wäre Lehrende zum Beispiel. Und dann gibt es jetzt die Genderzeichen neu, das wäre dann LehrerInnen. Ich frage mich bei den Sachen ehrlich gesagt, wo genau kam das her? Weißt du das irgendwie? Also hat irgendjemand mal festgelegt? Das kam aus der politischen Mitte. Nee. tatsächlich im Mittelalter war es teilweise schon so, dass wenn in einer Gruppe Frauen und Männer erwähnt worden, das explizit geschrieben wurde. Mhm. Aber war halt in den meisten Fällen einfach nicht nötig, weil es in den meisten Fällen einfach nur Männer waren, die da halt. Ja, in Latein waren. Ist es ja auch so, wenn dann eine Gruppe von 100 Frauen ist und dann ein Mann dazu kommt, dann ist diese Gruppe männlich. Ja, ist im Französischen auch so. Ja, so. Und ist doch gut. Die Gender-Diskussion an sich gibt es seit den 70ern, glaube ich. Mhm. Ja, und wir beenden sie heute, würde ich sagen. Ja, einfach alle mal. Absolut. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht einfach schon mal in den Raum werfe. Ja? Weil du hast jetzt auch darauf angesprochen, mit dem Sternchen und so. Mhm. Und das Stern steht schon irgendwie für alle Geschlechter dann, oder wie ist ja, das? Ja, für alle Menschen. So. Aber pass mal auf. Also ich glaube, dass das halt immer wie diese, wenn du ein Wort machst und dann einen Euphemismus für das Wort, dann ersetzt denn der nächste Euphemismus für dieses Wort wieder das. Ich glaube, dass das halt vielleicht immer so weitergehen könnte. Kann dass ja dann sein. Irgendjemand sagt, hey, aber jetzt sind da Hautfarben zum Beispiel nicht drin. Ja, da sind jetzt nur Geschlechter drin. Deswegen finde ich schon die sinnvollste Art, wenn man es ändern müsste. Bevor du aussprichst, ja. Es gibt keine grammatische Form für Hautfarben. Das stimmt. Ja, das war jetzt nur ein Beispiel, weil das ist eventuell irgendwann auch das nicht mehr genügt. Das meine ich. Ich verstehe den Punkt. Ja, okay. So, und deswegen sage ich schon, wenn man es ändert, muss man, da sehe ich eigentlich keinen Weg drumherum, das komplett neutral machen. Und wir in der deutschen Sprache haben ja neutral, ja, das. Und das Engender nach Fettberg finde ich nicht so gut, weil wie gesagt, dieses I, das finde ich ein bisschen dumm. Weil das nimmt keiner ernst. Ein Polizisti oder wie es dann ja, heißt. Ja. So. Das nimmt halt keiner ernst. Na, aber du Polizisti. Pass auf. Ich wollte es mir eigentlich ein bisschen zu später aufheben, aber es passt halt gerade gut. Wenn jemand asexuell ist, ja, ist der, kennt ist, jeder. Ist ja kein Geschlecht. Da ist der, nee, ich meine das nur als Beispiel, das A, ja. Asexuell. Ja. So. Warum nicht einfach das auch bei Wörtern machen? Ja, und jetzt pass auf, jetzt kommt nämlich der größte Clou, weil wir hatten das auch, dass gerade wir Aussies, ja, wir wollen es immer möglichst kurz und effizient haben.
Nee, nee, nicht. Wir wollen, kann man mal machen, dazu kann man mal machen, weil es sich einfach geiler sprechen lässt. So. Ja. Man will halt nicht innen, so, ja. Das hatten wir auch mit Wörtern, die mehrfache Innenendungen bräuchten. So, innen. Wir hatten ja Bürgerinnen, Meisterinnen, Kandidatinnen. Sowas zum Beispiel. Mhm. So, und pass auf, wenn man das aber jetzt unbedingt ändern muss, warum macht man nicht ein A, sagt das und endet auf A? Weil, und jetzt kommt's, dann wird zum Beispiel aus dem Bürgermeister. Das Bürgermeister. Und dann ist es vom Wort her exakt gleichklingend eigentlich, wenn man es schnell sagt, sodass die Leute sich nicht groß umgewöhnen müssen. Es ist noch kürzer, ein Buchstaben. Es ist das, da ist überhaupt kein Geschlecht drin. Man verwendet es natürlich auch nur, wenn man das Geschlecht nicht weiß. So, ne? So. Und das Beste, es ist genauso falsch wie das Sternchen. Wie gesagt, mein Idealszenario ist, es bleibt einfach so. Ja? Aber wenn man es ändert, warum nicht so? Warum nimmt man nicht, also ich finde den Ansatz des Geschlechts, ja, du kannst gleich, ist okay. Das Geschlecht rauszunehmen, finde ich das einzige Vernünftige, wenn man diese Diskussion überhaupt führt. Dann muss man es so neutral wie möglich machen, damit dann nicht das nächste irgendwie dann auch noch kommt. Ja, was? Also ich bin auch für so neutral wie möglich am besten die Sprache. Ja. Und übrigens, ich bin auch nicht dafür, dass das aufgezwungen wird, sondern ich denke, dass das einfach ein Prozess ist, den man halt nicht irgendwie bewusst verschnellen. Sag keiner, dass ich Deutsch studiere. Beschleunigen oder verlangsamen sollte. Das Problem ist, dass Wörter im Deutschen an sich ein grammatisches Geschlecht haben. Das ist halt die Sonne und der Mond. Ich weiß nicht so genau warum, es gibt aber halt Sprachen, in denen das nicht so ist. Also ja. Allein aus der Sprachwissenschaft haben die Wörter halt schon das grammatische Geschlecht. Und dann kommt aber das biologische Geschlecht noch extra dazu. Mhm. Und das stimmt meistens überein, aber dadurch kommt halt dieses generische Maskulinproblem auf. Mhm. Aber du kannst nicht einfach von irgendwelchen Wörtern die Artikel ändern. Aber du kannst wieso auch, kannst du das ja, nicht? Wieso kannst du die Endungen dran flanschen, aber kannst nicht die Artikel ändern? Außerdem änderst du sie ja nur in dem Fall, wo du es nicht weißt. Du sagst dann nicht der Bürgermeister und die Bürgermeisterin, sondern das Bürgermeister. Wie ist die Mehrzahl? Wieso sprechen doch die Leute in Berlin schon? Bürgermeisters ist dann die Mehrzahl. Das ist halt die Frage. Ich würde sogar sagen, aus dem Kontext ergibt sich das völlig, ob es die Einzahl oder Mehrzahl ist. Man könnte auch in der Mehrzahl einfach A lassen. Oder Bürgerer, Meisterer. Weißt du, das müssen ja auch als Bürger muss ja gegendert werden. Was? Auch das Bürger muss ja gegendert werden. Bürgermeister. Ach so, Bürgermeister. Du machst es viel zu kompliziert. Es soll so einfach wie möglich sein. Bürgermeister, das klingt halt genauso wie das, was wir jetzt schon sagen. Es ist halt wirklich so. Lehrer. Ich bin davon absolut überzeugt, aber ich bin natürlich noch mehr davon überzeugt, also einfach Bürgermeister zu sein. Ja, ich bin bei dir. Ich finde es halt weniger kacke. Ja. Als Stern etc. Weil es wenig Änderungen hat. Die Mehrzahl wäre halt die Frage, du hast halt die Bürgermeister bei der Mehrzahl. Jetzt ist die Frage, ist das die auch ein Problem, weil die ja von wieder für Frauen irgendwie steht? Nee, eben nicht. Das ist ja bei wenn du es Neutrales hast, also die Wiese, hast du auch. Nee, warte, das war dumm. Ich war schon bei der Mehrzahl. Also, wenn du hast das Auto, hast du ja auch die Autos. Weißt ja, du? Ja, aber also, da könnte ja natürlich wieder ein besorgte Frauen kommen. Ich wollte gerade sagen, ja, das ist ja die. Nee. Das Beste. Warum heißt das nicht der Autos? Das Beste an meiner Lösung ist, wenn wir jetzt wieder sexistisch denken, dass die Endung A ja, gerade bei Namen und so, eher feminin ist, dass die jetzt die Frauen erstmal ein bisschen mehr Spotlight kriegen mit ihrer Endung A. Naja, aber dann wird in 100 Jahren die neuen Männer kommen. Nein. Auf O-Auto. Bürgermeister. Nein, das war mein zweiter Gedanke, war einfach von. Sagen, auf O-Auto. Das war doof, ja. Mein zweiter Gedanke, man macht es von Personen abhängig. Also macht statt Bürgermeister, macht man Bürgermeistersohn oder sowas. Irgendwie, oder Bürgermeiston oder irgendwie so um diese Person. Aber das fand ich dann alles zu kompliziert. Warum nicht einfach A? Und bei dem, ja, das Auto, die Autos, dann kommt ja der Artikel alleine zum Plural. Also wenn du sagst, das ist ein Bürgermeister und da sind die Bürgermeister, dann weiß man ja trotzdem, dass es Plural ist, ohne dass man die Endung ändert. Dann ist aber das Wort der völlig unterrepräsentiert. Das ist doch egal. Natürlich ist es scheißegal, die ganze Zeit schon scheißegal. Gut. Wir müssen ja auch unterscheiden zwischen schriftlicher Form und wie man spricht. Das ist auch nochmal ein Unterschied, ob du jetzt kotzen musst, wenn ich sage HörerInnen. Ja, aber guck mal, der Hörerwunsch. Guck mal, das klingt genau wie vorher.
Wenn man kann, der Hörerwunsch, so, dann hört man es gar nicht raus, dass da was geändert wurde. Also das schon recht, Robin, deine Methode. Naja, man sieht es ja trotzdem. Und es ist ja auf dem Papier so. Ja, aber auf dem Papier. Und wie ist es im Sprachgebrauch? Wie auf dem wenn, Papier. Wenn du ganz, Papier. Wenn du sehr gewählt sprichst, dann hört man das natürlich, dass das der Hörerwunsch ist. Hörer? Ja. Naja, aber man spricht ja. Ah, je, ich will nicht so. Also, wenn man Hörer... Man spricht ja das Gender-Sternchen auch nicht ja, mit. Ja, aber wenn man Hörer sagt, dann spricht man ja nicht ER im Standarddeutsch, sondern Arschwar. Also man, ja, man spricht quasi einen A-Laut. Ja, ist doch aber geil. Ja, deswegen meine ich da. Das ist ja dann kein Unterschied. Aber es, nee, das ist der feine Unterschied zwischen Hörer und Hörer. Ja. Das war jetzt aber thüringisch. Ja, zwischen Hörer und Hörer. Ich finde es schwierig. Aber, es ist die perfekte Lösung. Echt? Ich glaube, ich möchte auf dich kurz eingehen, weil ich nämlich glaube, dass dieses, selbst wenn das in sich irgendwie durchsetzen sollte, ich merke, dass Leute, die das viel machen, ich kenne die auch nur aus dem Internet, diese Menschen, dass das Stück für Stück immer und immer kürzer machen, dieses in und das dann auch wieder fast verschluckt wird. Das heißt, es entwickelt sich ja eh zu einer sehr, sehr kurzen, fast nicht mehr hörbaren hörbaren Form. Und wahrscheinlich wird man, wenn sich Robins Methode durchsetzen wird, ähnlich wahrscheinlich, wie dass wir den Kanzler Scholz kriegen, weil der auch immer so redet, wenn ich Kanzler bin, aber ist egal, ja. Dass das dann früher oder später auch das A dann wirklich noch sich minimal unterscheiden wird. Also da entwickeln sich ja beide Richtungen hin. Ja, ist das gut? Ich bin, wenn wir wirklich das wir haben halt auch mit meiner Wortfindungsstörung habe ich gerade voll eine Chance, ne? Wir haben auch nicht so viele Vokale. Also, wenn wir uns eigentlich relativ einig sind, du hast ja auch gesagt, dass das Engendern eigentlich gut ist, oder? Oder hatte ich das im Vorgespräch, hat es das nicht zu Tino gesagt irgendwie? Das Entgendern. Das halt komplett nee, das ist viele sagen. Also ich habe bei Insta eine Frage gestellt, so wie findet ihr Gendern? Da kam auch von so zwei Leuten, Entgendern würden sie gut finden. Was ist denn dein Beispiel für Engendern? Nein, das habe ich ja gerade gesagt, dass du halt nicht mehr der, die machst, sondern das, wenn du halt nicht weißt, was das Geschlecht ist. Aber du hast gerade einen ganz interessanten Punkt genannt. Wir haben zu wenig Vokale. Mhm. Wir brauchen mehr Vokale, oder? Bürgermeister. Bürgermeister. Ich würde trotzdem sagen, dass du nicht irgendwelche Artikel ändern kannst, aber... Also wenn du sagst, kann du kannst keinen Artikel ändern, kann ich auch sagen, du kannst nicht irgendwie Sterne plötzlich da reinmachen oder innen oder so. Es ist ja ein Unterschied, ob du eine Endung hast, die an sich eigentlich immer extra steht, aber die Artikel bezieht sich auf den Wortstamm. Mhm. Und das ist ja ein Unterschied. Naja, aber rein wissenschaftlich, warum darf man das eine und das andere nicht? Weil die Endungen sind dafür da, dass sie eine gewisse Form, einen gewissen Zweck erfüllen. Das heißt, im ganz sprachwissenschaftlichen Sinn haben wir bei Lehrer zum Beispiel... den Wortstamm leer vom Verb lehren und die Endung er, die steht für eine Person, die lehrt quasi. Mhm. Und das, die Endung an sich ist quasi Person dann. Mhm. Und die kannst du auch immer ändern. Es kann ja auch Lehrerin, das wäre dann Endung er in, das ist eine Frau, die dann, oder Lehrend wäre dann, also es gibt verschiedene Endungen, die verschiedene Funktionen erfüllen. Mhm. Das kann man ändern. Mhm. Wenn man da eine gewisse Funktion hat. Ja, ich glaube, es funktioniert mit der E-Genderung. Das einfach. Ich frage mich eins, ich kenne Naturgesetze, die sagen, was man machen kann. So. Aber die gibt es ja in der Sprache nicht. Ja. Das heißt, man kann das ja wohl einfach machen. Genau, also ich jetzt auch die Seite, also wir, die wir eigentlich gegen das Sprache verändern sind beim Gendern, hören ja dann auch als Gegenargument, aber Sprache verändert sich ja schon immer. Da kann sich ja eigentlich auch das verändern. Also ich verstehe das schon. Aber da würdest du halt wirklich komplett im Urschleim anfangen, das zu verändern. Und wenn jetzt schon mit so kleinen Sachen gemeckert wird, das, die Veränderung aber die, ist so die tatsächliche, groß. Nee, also da, der Bürgermeister und die Bürgermeisterin besteht ja trotzdem noch. Es ist nur ein zusätzliches, was neu geschaffen wird sozusagen. Und dafür kann und man ja neue Regeln. Und keiner ein Problem damit, dass das plötzlich kommt. Weil es halt genau gleich klingt. Also ich als Deutschsprechender und nicht Studierender würde einfach sagen, ich finde, das ist weniger Änderung. Ich würde einfach sagen, dass es gar nicht passiert, weil es wirklich einfach zu ähnlich klingt. Also in Neukölln wird halt jetzt schon so gesprochen. Blutsbrüders ist halt auch ein Film, der schon rauskam. Die müssen sich das gar nicht erst angewöhnen. Die können einfach so weiter sprechen, wie sie es schon machen. Nee, also. Voll progressiv, ne? Ja. Ich meine, wie gesagt, nach wie vor ist meine Lieblingslösung, wir lassen das, weil ich halt. Schauspieler finde ich halt ein schlechtes Beispiel, weil selbst da unterscheiden ja Amerikaner mit Actor und Actress. Mhm. Das ist klar, wenn du Schauspieler als Beispiel nimmst. Aber wenn du irgendwie, keine Ahnung, natürlich spreche ich da wieder von mir und nicht von der großen Gesellschaft,
Aber wenn ich Handwerker höre oder Lehrer, bei Handwerker denke ich nicht nur an Männer. Bei Handwerkern denke ich an eine Latzhose. Achso. An Irene denke ich da irgendwie. An Mario denke ich da. Ja, denke ich bei Klempner dran. Achso. Ja. Das sind aber alle Schritte, die ihr erst viel später macht. Ihr stellt euch intuitiv erstmal Handwerker. Und dadurch, dass es grammatisch männlich ist, stellt ihr euch intuitiv einen Mann vor. Und das dann, sagst und jetzt, dann jetzt, wo du sagst, du hast recht. Und dann kommt der nächste Schritt. Und manche merken diesen ersten Schritt bewusst gar nicht mehr und sagen dann, ja, ich denke sofort an beides. Aber Psycholinguistik denkt man zuerst an die männliche Person. Das finde ich jetzt aber fies, dass du sagst, dass ich das so denke. Das ist voll fies. Wie ist es denn dann bei Lehrer oder Kindergärtner? Da ja, denke ich genau halt, so. Nee, also auf jeden Fall nicht, weil da ist doch eine eher Frauendomäne, also gut, bei aber Lehrer vielleicht du, nicht, aber... Kannst du von dir aus auf alle schließen? Nee, aber genau, das hast du hast gerade von irgendeiner wissenschaftlichen Fachrichtung auf mich geschlossen, das war ähnlich mies, also ich weiß wohl besser, was ich mir als erstes vorstelle, oder? Naja, du als Person vielleicht, aber in der Masse ist das ja anders, da gibt es ja auch Forschungen und also Studien. Da gibt es offenbar Studien, ne? Ja. Das sehe ich ein, aber dann wäre natürlich mein nächster Punkt, bitte. Mein nächster Punkt, warum ändern wir das Wort und nicht das Framing? Weil wenn wir einfach sagen, okay... Das Wort ändert ja das Framing, das soll ja passieren. Dass man beide einschließt und Frauen sichtbarer macht. Oder nicht mehr. Naja, aber was passiert ist, dass ein Großteil der Gesellschaft angekotzt ist. Also die Wirkung, die du da beschreibst, entsteht ja nicht. Zumindest nicht bei allen. So. Und wenn man nach und nach von Kind an Leuten beibringt, ja, das sind Kindergärtner. Und dann sieht man dann so Frauen und Männer. Und ich kann mir einfach vorstellen, dass die Leute unter der Mehrzahl, auch wenn die männlich behaftet sind, früher oder später... das als beides wahrnehmen oder als sich auch beides denken, weil ich bin der Auffassung, dass ich irgendwie so erzogen wurde und ich bin der Auffassung, dass das bei mir nicht so stattfindet, wie gerade beschrieben, dass ich zuerst an ein Geschlecht denke. Ich denke eher an eine Funktion, wie zum Beispiel der Klempner, der hat dann meinetwegen so eine Rohrzange oder eine Latzhose. Aber auch wenn ich sage, der Klempner, dann der hat eine Zange, dann denke ich immer noch nicht an den Mann, der eine Zange hat oder... Warum sollte ich? Das hat überhaupt nichts mit der Tätigkeit Klempner zu tun oder mit meiner kaputten Rohrleitung. Da sieht eben die Masse ein bisschen anders. Ich habe mir auch aufgeschrieben, dass es so Studien gab zum Thema Stellenanzeigen, dass wenn du verschiedene Formulierungen wählst, sich das auch auswirkt auf die BewerberInnen, die dann dazu kommen. Das heißt, wenn du nur das Maskulinum die hast... Die Bewerber. Wenn du da Bewerber hast, dann und du schreibst halt nur die männliche Form, machst zum Beispiel, wir suchen Geschäftsführer in Klammern MWD. Mhm. Das müssen sie ja machen, MWD. Mhm. Dann kommen viel mehr männliche Bewerbungen als weibliche. Wenn du aber schreibst, wir suchen Geschäftsführer oder Geschäftsführerin, dann kommen auch mehr weibliche Bewerbungen. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Studien Tochter hast und der von vornherein das eintrichterst, dass sie gemeint ist, dann ist dann doch das Problem noch viel eher gelöst, als wenn du immer überall innen ranhängst. Das kann nicht jeder machen. Dann hast du, ja, Entschuldigung, aber das hast du bei allen Sachen. Ja, natürlich. Dass das nicht jeder machen wird, also... Genauso gut nur, kann man halt nur, auch sagen, wenn du innen machst, werden nicht automatisch Frauen mit häuslicher Gewalt nicht mehr geschlagen. Also, exakt, also ich das löst ja auch nicht automatisch darum, jedes darum Problem. Ja auch aber man kann es ja nicht geht dann nur darum, einen Anschubser in die richtige Richtung zu geben. Genau das tue ich gerade. Wenn ich sage, man kann ja seinen Kindern vermitteln, yo, du kannst ein Klempner werden, du kannst ein Arzt werden, na gut, beim Arzt ist blöd, Beispiel, haben wir schon gesagt. Du kannst YouTuber werden und wenn ich das meiner Tochter sage, dann wird sie wahrscheinlich nicht denken, dass sie dafür ein Kerl sein muss. Bist aber auch nicht der einzige Einfluss auf ein Kind. Ja, auch richtig. Ich werde das Problem nicht alleine lösen, aber wenn das nach und nach entsteht und in die Gesellschaft injiziert wird, dass dann die Art und Weise... Also wie siehst du sowas umgesetzt dann? Keine Ahnung. Wir müssen von der Bundesregierung Werbeplakate, wo ich bin Klempner mit einer Frau oder sowas. Nein, ich finde es wichtig, dass man bei sich selbst anfängt. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel... Aber na klar, also wenn ich jetzt irgendwo eine umgeschmissene Mülltonne aufhebe, dann kann ich auch nicht sagen, ja, das ist auch keine politische Kampagne und auf der Welt liegen weitere tausende Mülltonnen rum. Aber ich mach's halt trotzdem. Mhm. Ja, klar. Weil mein Ansatz ist immer, ich probiere halt alles immer ein Stück weit, ja gut, jetzt schweife ich total ab, aber mit dem, was ich tue, mache ich ja was im Kleinen besser und ich kann mir vorstellen, dass das Wellen schlägt. Mhm. Aber es kann ja von beiden Seiten kommen, von unten und von oben. Ich find's ganz spannend, dass es Radiostationen gibt, die inzwischen ihre ModeratorInnen dazu verpflichten, zu gendern, wenn sie Nachrichten vorlesen. Und dann hörst du halt auch als Kind Radio und es wird irgendwann normal werden oder auch nicht. Also je nachdem, wie es sich halt durchsetzt. Aber wenn ich halt schon im Radio höre, jeden Morgen auf dem Weg zur Schule, dass die ÄrztInnenkammer das beschlossen hat, dann wird es auch irgendwie normal. Und man denkt dann erst recht an Männer und Frauen in dem Beruf. Ich nehme wahr, dass das zu sehr viel
Widerstand führt und dass das eher, dass das zu Gräben führt, als welche zu überbrücken. Gerade hier. Aber die Frage ist ja, woher kommt denn der Widerstand? Also bist du jetzt auch Teil des Widerstandes? Also siehst du dich auch selbst darin, dass du sagst, du hörst das, findest das eklig oder findest das anstrengend? Oder unterstellst du das gerade nur anderen Leuten? Nee, ich gucke, ich kenne natürlich auch viele, die es gut finden. Ich kenne dich zum Beispiel. Mhm. So. Das reicht mir schon. Nee, das reicht mir, um zu wissen, dass nicht alle so denken. Ja. So. Auf der anderen Seite gucke ich auch und nehme wahr, dass es auch prozentual mehr und mehr Leute zum Beispiel in Umfragen sich finden, die das nicht gut finden. Und deshalb ich mir, jetzt habe ich meinen Punkt verloren, deshalb ich mir halt in irgendeiner Art und Weise wünschen würde, dass eine aufeinander zugehen würde. Was mich wirklich stört, ist dieser Punkt mit dem Verpflichten. Hm. Ja, aber das geht ja ganz vielen so, dass sie sagen, wenn zu viel quasi jetzt, du musst das jetzt so machen und das ist die richtige Form und dann quasi also abschalten, eine Reaktanz. Das, dass du genau, halt das führt dann instant zu Widerstand. Ja, also dein Radiobeispiel finde ich da eigentlich ganz gut, weil wenn die Moderatora gesagt bekommen, dass die das jetzt so machen müssen, dann ist das ja schon das, was eigentlich die Leute nicht cool finden, so, weißt du? Wenn die Moderatora sich das selbst aussuchen, dann ist ja cool, aber wenn die wirklich von gesagt bekommen, hier, ihr müsst das jetzt machen, sonst dürft ihr nicht mehr senden oder was auch immer, dann ist schon wieder nicht cool, oder? Man kann ja auch als Unternehmen oder als Radiostation ja auch so ein gewisses Leitbild haben, wenn sie halt sagen, sie möchten halt andere Geschlechter außer Männer sichtbarer machen, dann finde ich es schon legitim zu sagen, hier, ja. wir sagen nicht nur im Radio bei uns nicht mehr Heil Hitler, sondern wir gendern eben auch, das, um das durchzubringen. So. Aber da haben wir genau wieder diesen Fall, den ich so oft mit dir angesprochen habe, dass du immer Dinge gut findest, solange du, also du findest Maßnahmen gut, solange das Ergebnis dir zusagt. Ja, keine Frage. Wenn dieselbe Radiostation jetzt aber sagt, wir wollen jetzt nicht mehr Transmenschen ansprechen oder Schwule ignorieren oder so, wenn das von oben herab diktiert wird, dann findest du es halt nicht cool. Natürlich. Gut, in dem Beispiel, weil es ein bisschen gegen die Verfassung geht, aber ja, dein Punkt ist klar, das, ne? Das kann sich ja auch ganz schnell ändern nur in der ergänzend. Regierung und dann ist aber dieses Tool schon da, das von oben herab gesagt wird, du musst jetzt so senden, das meine ich nur. Das war natürlich jetzt wieder ein extremes Beispiel. Ist ja von allen Seiten so, irgendwen wird es immer geben, der sagt, das ist nicht meine Meinung, ja. Deswegen bin ich auch dagegen. Aber man kann ja auch gucken, ob es sich halt durchsetzt oder ob es sich nicht durchsetzt. Die Meinung, ich bin dagegen, wird es eher geben, wenn du sagst, mach das jetzt, als wenn du sagst, hey, schau dir mit dir und dir das und das an und vielleicht hast du ja Bock, das in deiner Moderation mal umzusetzen, wenn ich es auch nicht will. Aber es machen eigentlich recht viele, so wenn du das so ein bisschen machst. Aber dieses Auferlegen auch in Universitäten und so, das schürt doch eher den Widerstand. Und das führt ja dazu, dass noch mehr Leute sagen, ich bin dagegen. Ja, das ist halt so das Idealbild. Also quasi das so entwickelt, dass quasi wie beim Trampelpfad, wenn einer da lang geht und je mehr sind, desto weiter spüren die Spuren, desto dicker werden die, je mehr gehen halt mit. Also dass man halt einfach das wirklich als Vorgang sieht und es nicht so künstlich irgendwie da mit vorantreiben will. Ja. Das ist ja das Idealbild, aber also bei dem Uni-Thema übrigens finde ich auf der einen Seite, es gibt ganz viele Sachen, die mir bei einer Hausarbeit zum Beispiel vorgeschrieben werden, wenn ich die schreiben muss. Und wenn meine Uni klar sagt, das ist eine Vorschrift, dann werde ich das so machen. Sehe ich das Problem dabei nicht. Mein Problem ist, dass es doch aus einer politischen Richtung zu kommen scheint und das hat meines Erachtens wenig zu suchen. Das ist ja noch nie mit Politik in Verbindung gebracht. Es kann ja eine wissenschaftliche Begründung sein, dass du halt eben gerade an der Uni ja bewusst alle Menschen ansprechen willst und gendern, das würde ich jetzt als Fakt bezeichnen, gendern inkludiert Menschen auf jeden Fall mehr ein. Das N-Gendern inkludiert die noch viel besser, weil dann wirklich jeder gemeint ist. Weiß ich nicht, ob das so ist, weiß ich nicht. Ich würde es noch ganz, also ich hatte irgendwie das Bedürfnis, das am Anfang zu sagen, weil das voll logisch ist so am Anfang, aber ich habe es vergessen. Was mein Punkt mit der ganzen Sache ist, ist ja eher, also ja auch, ich sträube mich nicht per se vor Veränderungen, aber ich hatte ja immer dieses Problem mit, wenn die Sprache so sanfter gemacht wird, ja, Euphemismen. Statt wir fliegen jetzt nach in den Irak und töten Menschen, da liquidieren wir die jetzt taktisch, ja, um möglichst, ja, diese cleane Sprache und deswegen ist es für mich halt auch hier so ein bisschen, ich finde es halt ein bisschen schwierig, wenn man so auf einem Minenfeld läuft, dass man ja keinen irgendwie anstößt,
Das ist halt auch so ein bisschen mein Punkt dabei. Man muss Menschen die Chance geben, auch sich zu entwickeln. Also man darf ja nicht sofort auf die Finger hauen und sagen, ich gucke Robin Nosterafu nicht mehr auf Twitch, weil er nicht gendert. Darum soll es ja nicht gehen. Aber man kann ja jemanden darauf hinweisen und vielleicht irgendwann kommt der Tag, wo du denkst, oh, vielleicht kann ich es ja einmal probieren, wie es ist. So, weißt du? Bei dir schwingt der Unterton mit, dass nicht zu gendern rückschrittig ist. Und selbst das ist ja ein Streitpunkt. Hm. Also ich meine, das aus der wissenschaftlichen Perspektive, dass ja die Wissenschaft eher darauf bedingt ist, alle Menschen einzuschließen. Mhm. Und das tut ja Gendern schon mehr als nicht zu gendern. Weißt du? Das ist ja eher was Wissenschaftliches, was ja nicht sofort heißt, dass es fortschrittlich ist, aber einfach nur, dass es halt ein Unterschied ist zwischen, ob du jetzt privat genderst am Abrufstisch und dann sagst irgendwie, also nicht heute, keine Ahnung, ich habe jetzt kein Beispiel, aber jedenfalls gibt es einen Unterschied zwischen einer offiziellen Stelle wie einer Universität und einer wissenschaftlichen Fakultät und wie du privat sprichst. Das ist nochmal ein Unterschied. Ja, das ist richtig. Ja. Wie ist denn das bei das Kind? Ja, du sagst ja Wortstamm und so, weil das Kind ist ja schon ein Neutrum, wo du nicht weißt gerade, okay, welches Geschlecht hat das? Und das ist ja genau, wie wenn du das auf einen Beruf oder was auch immer anwendest. Oder nicht. Also, wenn du jetzt den Wortstamm, zum Beispiel, du hast ja gesagt, bei Lehrer ist Lehrer irgendwie das, was den Wortstamm angibt. Aber das Wort Klempten, bei Klempner, erzwingt das jetzt einen der davor oder kann man nicht auch einfach sagen, das Klempner? Weißt du, wie ich es meine? Ich glaube, es erzwingt automatisch immer das grammatische Geschlecht. Aber er Klempner. Das Ding ist halt, dass wir, ja. Das ist halt, das ein blödes Beispiel. Das ist ein super Beispiel. Dass wir halt, unsere Sprache an sich so markiert ist im Geschlecht. Es gibt da Sprachen wie Finnisch zum Beispiel, wo von sich aus jedes Substantiv neutral ist. Das ist von sich aus. Und das wird erst im Sprachgebrauch dann quasi, bekommt das Geschlecht zugeordnet. Mhm. Und wie ist es mit Schweden? Die haben ja zum Beispiel, das kannst du besser erklären als ich, dieses die haben Hen. Hen eingeführt, genau. Das ist ein geschlechterloser Artikel oder ein Füllwort. Wie bei uns das Mann, aber das Mann ist ja auch nicht immer so ganz neutral gesehen in Deutschland. Das ist MAN, meinst du das? Ja, genau. Genau. Was ich fragen wollte mit den anderen Sprachen, ich habe mich leider nicht belesen, ich höre nur, und das kann folglich auch falsch sein, dieser Zusammenhang zwischen Sprachen, die Frauen oder die neutral sind, somit alle inkludieren, dass sich in der Gesellschaft die Gleichstellung gar nicht mal so wiederfindet. Oder tut sie das doch? Also es kommt immer so ein Stück weit auf die Entwicklung allgemein im Land an. Es gibt halt auch in Entwicklungsländern neutrale Sprachen, das ist natürlich nicht so. Aber es hat sich schon gezeigt, dass neutrale Sprachen, dass es da schon gesellschaftlich sich auch widerspiegelt. Okay, inwiefern? Im Beruflichen vor allen Dingen. Also dass halt bei Jobausschreibungen oder sonst irgendwas halt automatisch immer alle angesprochen werden. Und ist in diesen Quellen ausgeschlossen, dass das eine andere Grundlage haben kann? Soweit ich das gelesen habe, wird das mit einberechnet in deren Sachen. Alright. Es ist also nicht immer nur ein Faktor, also nur das Gender wird es nicht verursacht haben, aber es ist halt wahrscheinlich ein großer Punkt von vielen. Es ist für mich schwierig nachzuvollziehen, dass man da wirklich eine Korrelation festmacht. Ja, man kann ja schon ein bisschen dafür gucken. Dafür müsste ich die Studie lesen. Also. Man kann schon gucken, ob es irgendwie eine Auffälligkeit gibt, wenn es so viele Länder gibt, wo halt das Gender normal ist oder wo halt Frauen allgemein inkludiert werden, dass es dann eine Auffälligkeit gibt, wie viele Frauen in Führungspositionen sind. Dann kann man schon sagen, okay, es ist vielleicht kein Zufall mehr, dass gerade in den Staaten mehr Frauen in Führungspositionen sitzen. Aber also zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, ja, die haben richtig schöne Hinterwäldlerstaaten, wo die Frau auch nicht so gut wegkommt. Man kann natürlich jetzt nicht sagen, hier gucken wir uns die Vereinigten Staaten mal an mit geschlechtlich neutral und hier mal mit, das geht ja nicht. So, man müsste ja schon irgendwie das gleiche Land irgendwie miteinander vergleichen, das geht ja nicht. Mhm. So, und die haben ja, außer halt Actor und Actress und sowas, haben die ja das nicht und trotzdem ist es da nicht so weit her. Das weiß ich gar nicht, wie das in den USA jetzt ist, als konkretes Beispiel. Wenn da so ein Redneck ankommt und sagt, hier, ja, jetzt kommt ein Redneck. Frau, ich spuck dich an. Ja, kann ja auch in Deutschland kommen, irgend so ein Höcke oder so. Frauen müssen ein Herd. Höcke, der Redneck. Ja, also... Stell dir mal vor, Höcke mit so Fukuhila und Schnauzbart. Egal, anderes Thema. Also hier steht, es wurden Faktoren wie zum Beispiel Wahlsystem, Jahre seit Einführung des Frauenwahlrechts, kommunistische und koloniale Vergangenheit mit herausgerechnet. Okay. Und es hat Folgen, also hat zur Folge, dass Frauen häufiger erwerbstätig sind, mehr unternehmerisch tätig und sich mehr in der Politik beteiligen. Gut, also man hat Punkte rausgerechnet, hat man alle rausgerechnet. Steht was zur Methodik, wie man das rausgerechnet hat?
Da stand halt jetzt als Überschrift, ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber wenn da als Effekt steht, Menschen denken, ach, offener. Ich habe öfter gelesen. Aber selbst das, also wäre es nicht eigentlich geil, wenn Menschen gar nicht über Geschlechterrollen reden? Ja, ich oder denken? Das aber nicht hin. Aber das müssen sie ja. Also man muss darüber sprechen. Nee, ich meine, allein, weil wir noch nicht gleichgestellt sind, muss noch darüber geredet werden. Das ist das Gleiche wie mit dem Blackfacing. Ja, irgendwann, das Endziel sollte ja sein, dass es okay ist. Und hier sollte das Endziel ja sein, dass man gar nicht mehr in so Schubladen denkt, oder? Ja, aber da will man sind schon, wir ja noch lange nicht. Ja, aber das ist doch das Ziel so, oder? Ja. Wir hatten ja auch mal das Thema, dass wir so einen langen Spaziergang gemacht haben im Park. Mhm. Da haben wir auch gemerkt, dass wir die gleiche Einstellung haben, dass ja alle Menschen gleich sind. Frau, Mann, schwarz, weiß, schwul, hetero. Also es gibt Hinsichten, wo sie gleich sind. Nein, also sie sollten gleiche Rechte haben. Rechte auf jeden Fall. Genau, und das sehen wir zwei so, oder auch wir hier im Raum wahrscheinlich so, aber es ist halt noch nicht so weit. Ich glaube, die Leute, die das nicht so sehen, sind genauso, die das Gendern noch scheißer finden, sich dadurch noch mehr davon distanzieren. Glaube ich, habe ich keine Studie zu, aber Empirie. Was ich mich jetzt frage, so, aus meiner Sicht. Ja. Wenn damals... Oder wenn wir jetzt sagen würden, wir verwenden einfach prinzipiell das generische Femininum. Hm. Hättet ihr damit ein Problem? Wenn es das kürzere wäre, dann nicht. Ja, ich denke auch, dass es eher um die Länge geht. Also ich habe auch jetzt theoretisch kein Problem, wenn wir es einfach... Ich fände es immer noch besser als mit dem Glottisschlag, auf jeden Fall. Aber dann, wie gesagt, da sind halt dann zwei Geschlechter und Nonbinäre und so sind dann nicht erfasst. Und deswegen finde ich das eh Quatsch. Aber keine Ahnung, ich finde das nicht schlimm. Keine Ahnung. Ich hatte auch ein spannendes Experiment gesehen, bevor ich losgelaufen bin. Haben sie so Schulklassen eingeteilt und da ging es dann um die Berufswahl, was sie mal später werden möchten. Mhm. Und es gab dann die eine Gruppe, die hatten halt nur dieses generische Maskulinum, wie Raumfahrer und Bäcker und Kindergärtner. Und die Gruppe 2 hatte halt Raumfahrer und Raumfahrerinnen, hatten halt beide Sachen mit drin und auch gegendert. Und tatsächlich war es so, in den Gruppen, wo es nur das Maskulinum gab, haben sich Mädchen weniger für scheinbar Männerberufe interessiert, also für Astronauten zum Beispiel, was in der Gegengruppe anders war. Da haben sich Mädchen auch in scheinbare Männerberufe gesehen und auch Jungs in Mädchenberufen tatsächlich. Also das war sehr auffällig. Da gibt es verschiedene Experimente in der Form. Genau, und da komme ich auf den Punkt mit der Erziehung zurück. Ne? Das wäre halt das Optimale. Ja, da siehst du ja, dass die eine ähnliche Erziehung hatten. Also es ist ja, die haben eine Klasse durchgewürfelt, durch zwei geteilt und schon diese eine Veränderung, noch Frauen dazuzunehmen und zu gendern, hat dazu beigetragen, dass sich Mädchen zutrauen, Astronaut zu werden. Guck mal, die Eltern, die diese Kinder erzogen haben, stecken doch noch eher im alten Berufsjobs-Rollenbild drin, als wir jetzt zum Beispiel, wenn wir mal Kinder kriegen. Wahrscheinlich. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich das auch rausrechnen könnte im Laufe der Zeit. Inwiefern das Gendern jetzt da zuträglich ist oder nicht, kann ich natürlich nicht bewerten, leider. Ja, fehlen mir die Daten. Was ich aber sagen kann, ist, dass es, glaube ich, leider immer noch zu einer Entzweiung führt. Zwischen rückschrittlichen Leuten als die kommen, hey, du wirst jetzt hier mal irgendwie was Männliches und du wirst was Weibliches. So, wenn es in den Köpfen ist, die Menschen, in deren Köpfen das noch drin ist, die werden sich von Gendern eher angegriffen fühlen. Ich muss ja auch sagen, dass ich beide Extreme blöd finde. Also dieses, nee, ich lass mir doch nichts aufzwingen und keine Ahnung, also wenn ich so auf Tagesschau manchmal die Kommentare lese, da stehen halt Sachen drunter wie, ich entfolge euch, weil ihr gegendert habt oder sowas. Finde ich scheiße, aber ich finde es auch nicht cool, wenn Leute sagen, ja, nee, du hast nicht gegendert und das ist voll blöd und ich will nichts mit dir zu tun haben und so. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich da zu sehr in der Sprachwissenschaft drinstehe, aber ich sehe halt, wenn man es einfach laufen lässt und guckt, wo sich die Sprache hinentwickelt, wäre ich theoretisch auch dafür, aber dann muss ich halt sagen, wenn Tinos Beispiel, dass irgendwie Radiomoderatoren das gesagt bekommen, ist ja nicht einfach laufen lassen. Ja. Das ist schon irgendwie dann mit einer Brechstange laufen lassen. Das ist halt eine Art Leitbild des Unternehmens, mehr oder weniger. Aber das hatten wir ja auch schon. Macht das Unternehmen dann, weil es das irgendwie moralisch wertvoll findet oder weil es denkt, dass es da irgendwie gerade irgendwo Bonuspoints abstauben kann oder, ja, oder denn? Eventuell also, Geld bekommen. Es ist ja eigentlich ein Risiko zu sagen, wir gendern jetzt, weil die Mehrheit laut Umfragen aktuell ja eher gegen das Gendern sind, wenn man den aktuellen Umfragen Glauben schenkt. Deswegen ist es ja eher ein Risiko zu sagen, wir gendern jetzt, obwohl sie halt 1000 Kommentare bekommen von wegen, die abonnieren euch jetzt, weil ihr gendert. Ja, also das finde ich auf jeden Fall auch dumm, sollte ich vielleicht auch nochmal betonen, wenn man da sagt, ich deabonniere, weil du genderst, und das ist natürlich Quatsch.
Also steht dir frei, aber es ist schon ein bisschen sehr oberflächlich. Ja. Also ich versuche ja auch zu gendern. Ich bin ja so ein Mensch, ich versuche es auch zu probieren und es in meinen Sprachgebrauch aufzunehmen. Ich schaffe es nicht immer. Aber ich bin halt so zwischen den Stühlen. Ich kenne halt Menschen, so, wo ich noch mehr drauf aufpasse, wie im Theaterbereich. Da wird viel gegendert. Und da werde ich eher so hingewiesen, wenn ich es nicht tue. Oder andersrum, wenn ich jetzt hier im Brennpunkt mit dir zum Beispiel aufnehme und ich gendere mal, dann höre ich sofort so weißt du? Und ich bin so in diesen ja, aber du, Zwischenräumen. Da muss man auch dazu sagen, du machst das ja auch immer mit so einem SchauspielerInnen. Ja, also das ist ja noch was anderes. Gelegentlich, ja. Ja, schön. Und ich kenne ja auch beide Seiten und ich kann ja auch Argumente verstehen, die halt sagen, dass sie eher dagegen sind, weil es halt kürzer ist. Natürlich, ich bin auch so groß geworden. Das Schauspieler. Das schon, ja. Wir haben in der deutschen Sprache den neutralen Artikel. Ja? Wir wollen es ja neutral, geschlechterneutral. Warum verwenden wir es dann? Weil die Wörter an sich nicht neutral sind. Da haben die Wörter halt Pech gehabt. Haben die Wörter gelitten. Das wurde ja auch irgendwann mal festgelegt. Wer sagt denn, dass die Blume feminin ist und das Auto neutral, aber der Ball ist dann plötzlich maskulin. So, das ist ja auch irgendwann einfach mal festgelegt. Da ist ja auch keine Logik dahinter. Ja, da müsste man die komplette Sprache nochmal aufdröseln, nochmal neu machen, um das zu lösen. Ja, muss man aber nicht. Man sagt einfach zusätzlich. Da kriegt man noch mehr alles. Leute gegen sich. Übrigens würde es dann das Arzt und die Ärzte heißen, oder? Das Arzt da ist auch okay. Ich bin ja noch nicht ganz fertig. Das Beste ist, man würde dann immer noch sagen, ich gehe zum Arzt. Ja, auf jeden. Das ist halt wirklich so. Das ist das Gute, weil, pass auf, wenn man zum Beispiel, wir machen mal ein Beispiel von das Kind, ja, dann ist es ein Wort, was wirklich existiert, das Kind, und dann sagt man aber trotzdem sein Ball oder sowas, ja. Also, hier, gib mal, weißt du, also wenn du ein Neutrum ansprichst, haben wir trotzdem schon fertige Pronomen und müssen da nicht nochmal neu irgendwie was erfinden. Ja. Es sei denn, es ist verboten. Das E. Nee, ist nicht. Ohne Spaß. Aber das Auto. Ich habe den Schlüssel von das Auto. Meinem Auto. Ja, von dem Auto. Ja, ja. So. Aber wir müssen ja auch bei neutralen Wörtern nicht gendern. Ja. Also du musst ja Kind nicht deswegen gendern, weil es ja an sich neutral ist. Ja. Und deswegen machen wir die anderen auch neutral. Ist doch geil. Ja, das... Ja, ich meinte, das meinte ich jetzt, da warst du halt bei dem Gespräch gestern nicht dabei, als Imp nämlich meinte, einfach nur noch das E zu verwenden. Aber das müsste man bei dieser Lösung gar nicht. Also E als Pronomen und als Anrede aber oder so. Aber ich glaube, dass das noch ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit brauchen würde, dieses A dran zu hängen, weißt du? Warum? Man hängt es nicht dran, man ersetzt es. Aber bei Arzt zum Beispiel, musst du ja Arzt da sagen. Zum Beispiel. Oder vielleicht nur das Arzt. Aber das Arzt, ja, das Arzt da, die Ärzte. Ist doch gut. Das praktizieren und was ist dann das Problem, einfach das I zu nehmen? Also weil das keiner ernst nehmen kann. Die Ärzte oder die Ärztis, das ist ja der Punkt, warum ich mir überlegt habe, was kannst du machen, was wirklich in der breiten Gesellschaft ankommt, wo nicht dann die Sprachwissenschaftler sagen, ja, wenn wir jetzt ja den Stern da dran machen, dann ist das, weil von Hockeberg damals hat schon das so gemacht und das funktioniert so, sondern die breite Gesellschaft, wo halt die Rednecks dabei sind, die haben keinen Bock, ja, Gender-Sternchen innen und sowas, das, ja, die sind ja nicht alle an der Uni, das sind halt Leute, ne, die sind mit Öl verschmiert und liegen unterm Auto und reparieren da dran rum. Die sagen dann halt schon eher was sich genauso anhört oder fast genauso, was sie eh schon sagen. Das kommt bei denen ja auch irgendwann mal an. Vielleicht werden es ja erstmal die Leute sein, die ein bisschen kultivierter sind, gebildeter sind, aber langsam, aber sicher wird es dann auch in der Schicht ankommen, die das halt nicht so aktiv erfolgt. Da gibt es so kultivierte und gebildete Wichser wie mich, die das überhaupt nicht wollen. Das gibt's auch. Und die dich dann anschreien mit so einer Ader an der Schläfe. Das gibt's eben auch. Einschüchtern. Ich habe noch eine spannende Sache gehört vorhin. Und zwar gibt es so ein Gedankenexperiment. Und zwar, ein Vater und sein Sohn sind in einen Autounfall verwickelt. Ja? Das finde ich doof, das Beispiel jetzt nicht abgelesen. Aber jetzt will ich es hören. Aber ich fände es aber spannend, was ihr dazu denkt. Also ein Vater und ein Sohn haben einen Autounfall. Und der Sohn wird ins Krankenhaus gefahren auf den OP-Tisch. Mhm. Und dann sagt der Chirurg, ich kann das nicht operieren, das ist mein Kind. Warum? Was? Weil, pass auf, der Vater, der Arzt war im Krankenwagen, hat das Auto angefahren. Nee. Also saßen Vater und Sohn im Auto. Vater und Sohn saßen im Auto und hat einen Autounfall. Der Vater ist verstorben. Ach so, weil das die Mutter ist eigentlich. Ja.
Wer ist die Mutter? Der Vater. Na, der Vater ist die Mutter. Nee. Der Chirurg oder was? Aber ja, weil man nicht die Chirurgin gesagt hat, weil man der Chirurg gesagt hat. Ach so, ja gut. Und das machen ganz viele Menschen so. Aber der Chirurg? Da, ich sag, wenn du eine Frau ansprichst, sagst du auch die Chirurgin. Dagegen sagt doch kein Mensch was. Ja, aber hättest du jetzt gesagt, die ChirurgInnen hätten alle gesagt, wir sind die Mutter davon, dann hätte ich es natürlich auch anders gedacht. Also es geht schon eher um die Mehrzahl wahrscheinlich. Ja, aber du sagst also doch, wenn du sagst also doch zu einer Person, nee, die weibliche, also ich weiß, doch weibliche Form. Ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel Debatte. Ich weiß nicht, ob du dieses Beispiel deswegen so dumm findest, aber ja, die Wahrscheinlichkeit ist halt so unwahrscheinlich, dass ausgerechnet das Kind da im OP-Saal landet, dass da ein Bezug ist. Also ich finde halt die Einzahlform da blöd. Aber es gibt ja die Reaktionstests quasi. Da wird von der Gruppe von Menschen geredet, generisch maskulin. Und dann kommt halt quasi ein Satz und die Leute müssen sagen, ist das eine logische Folgerung vom ersten Satz, ja oder nein? Und es ist halt so, dass wenn da von Frauen danach geredet wird, nach dem generischen maskulin, die Reaktionszeit, bis die auf ja drücken, länger ist. Ja, ich finde es ja auch wichtig, dass man das konsistent macht. Also kannst du mal ein Beispiel davon nennen? Oder? Also wenn man inkonsistent spricht, hat das ja nichts mit Gendern zu tun. Das ist irgendwie. Die Sozialarbeiter gehen in ihrer Pause Mittagessen. Mhm. Zwei der Frauen ziehen ihre Jacken aus. So, und was muss ich jetzt reagieren? Ob das eine sinnvolle, eine in sich schlüssige Aussage ist. Ja, also ob das sich auf das erste bezieht. Weil du im ersten Satz nur halt die Sozialarbeiter hast und im zweiten Satz dann aber von zwei Frauen sprichst. Ja. Also da gibt es halt Studien, die halt sagen, es dauert länger, bis sie halt anklicken, dass es logisch ist. Wie wäre jetzt die Reaktion, wenn da stehen würde, zwei Sozialarbeiter? Ja, aber diese Reaktionsstudie, die sagt ja jetzt überhaupt nichts über gesellschaftliche Probleme aus, oder? Ja. Ist ja auch nicht so, dass Sprache also die gesellschaftlichen Probleme ich will jetzt nicht gendern, damit diese Reaktionszeit schneller wird. Dann habe ich, glaube ich, die Welt nicht verbessert. Ja, es gibt ja eine Aussage über das Denken der Menschen, die da dran teilgenommen haben. Aber haben sie trotzdem richtig reagiert, ist ja die Frage. Ich denke schon. Also die Mehrzahl hat trotzdem richtig reagiert, aber trotzdem hat es länger gedauert, weil es bei denen nicht im Kopf drin war, dass unter Sozialarbeitern auch zwei Frauen sein könnten. Trotzdem. Wenn du da jetzt eine Kausalkette hinbaust zu irgendwelchen gesellschaftlichen Unterschieden, dann finde ich es eine gute Studie, aber im Moment sehe ich das Problem nicht sonderlich. Weil sie kam ja drauf. Ja, aber halt länger. Das hat ja auch eine Aussage, dass sie erstmal drüber nachdenken mussten, hä? Ach so. Und nicht gleich, ach ja, stimmt. Sie mussten überlegen. Es gibt ja auch schon eine Aussage. Ja, aber tut ja nicht weh zu überlegen. Ja, aber es geht nur darum, dass gesagt wird, dass es generisch maskulin einfach nicht generisch ist. Also generisch heißt ja allgemeingültig. Neutral. Ja, aber da gibt es wieder zwei ich Wege. Ich persönlich bin ja, dass bei allen, wo es geht, einfach die Partizipienform genutzt wird. Also zum Beispiel Studierende, Lehrende. Ich weiß, das geht nicht bei jedem Wort, aber da, wo es geht. Die Ärztende. Die Untersuchenden, die Behandelnden. Ja, aber da musst du ja schon wieder um die Ecke denken. Das kann ja. Da geht ja die Reaktionszeit richtig hoch, wenn dann der verschwitzte Kfz-Mechatroniker, wenn der dann irgendwie überlegen muss, gehe ich jetzt. Zum ja. Nee, aber jetzt pass mal auf. Stell dir mal vor, dein Studium ist jetzt abgebrochen, ist scheiße, egal, okay. Du hast deutsche Sprache jetzt. Klammer das mal aus mit deinem, die Sprache ist halt der Artikel, bla bla, das gibt das vor. Dann ist das plötzlich ganz gut, oder? Ich finde die Idee dahinter nicht schlecht. Ich glaube nur auch nicht, dass ich das durchsetzen würde. Wenn man das von vornherein sagt, dann wird man diese Welle ja auch nie anstoßen. Richtig. Wieso sollte sich das schlechter durchsetzen als Sternchen innen? Ich sehe da die Chance auf jeden Fall größer als da. Also ich sehe es persönlich so, dass außer halt, wenn es aufgezwungen wird. Natürlich. Dass dieses Innen schon in gewissen Kreisen etabliert ist. So, du müsstest jetzt wieder von vorne anfangen, das zu etablieren. Könnte ein Argument dagegen sein. Aber war innen die erste Idee, die jemals aufkam, oder hat die eine andere innen Idee ist verdrängt? Innen ist was ganz Neues. Naja, eben. Also, und seit ist ja auch was ganz Neues, was das Alte wieder verdrängen kann. Also deshalb verstehe ich dieses Argument, das gibt es nicht sondern nicht. Das Studierende an sich finde ich übrigens auch wesentlich sinnvoller, weil es sich auch besser... Also sinnvoller als innen, meine ich. Ja, natürlich ich sinnvoller nicht, als mein. Ich habe es genau aus meiner Bachelorarbeit gemacht, dass ich auch lieber geschrieben habe, dass ich musste auch gendern, durfte dabei entscheiden, wie ich es machen will. Mit Sternchen, mit Doppelpunkt oder... Da habe ich dann geschrieben, Lehrende zum Beispiel oder Erziehende zum Beispiel. Ich umschiff das immer irgendwie. Also wenn ich weiß, wenn ich jetzt das nicht gender, dann labert mich jemand dumm voll, dann umschiff ich es. Ne? Die Lehrperson. Zum Beispiel Lehrkraft. Also, genau, Lehrkraft, genau. Weil ich keinen Bock habe auf die Diskussion, es sei denn, ich werde dafür bezahlt mit 5 Euro. Moment mal, kriege ich die eigentlich? Scheiße. Kannst du wechseln? was wollte ich sagen, Lehrkraft, das ist ja dann auch kein,
allgemeingültiges Ding. Kannst ja dann auch nicht die Arztkraft sagen, oder? Oder musst du dann wieder um die Ecke? Das die Untersuchungskraft. Das gehört zum Gleichen, das gehört zu dem Neutrundum quasi, das versucht neutral auszudrücken. Ja, aber es geht halt nicht bei Einwörtern. Ja, halt, aber weißt du, was bei Einwörtern geht? Das A. Ja, es ist halt wirklich so, wir haben das ja auch schon. Asexuell, ja, aromantisch, was weiß ich, was es da noch alles asozial gibt. Asozial. Jetzt würde ich als Mann einer Germanistikstudentin sagen, das A ist bei deinem Beispiel gerade vorne und bei deiner Umsetzung hinten. Ist doch egal. Ach so. Das ist trotzdem, das steht dafür. Ich frage mal kurz gegen, ist es egal? Das hat eine andere Funktion dann. Ja, aber ich meine doch, dass es einfach an sich logisch ist. Oh. Wie gesagt, wir haben nicht so viele Vokale. Ja, das I ist raus. Das O ist auch dumm. E ist auch dumm. Das O, warum das O? Na, weil das dumm ist. Ich gehe zum Arzt, du. So, das ist so lustig. Nee, das A ist gut. Das ist so, das A steht halt für Ordnung. Ach so. Ja. Lero. Wie gesagt, ich fühle Sprache halt mehr, ja. Sie ist ja mehr so wissenschaftlich. Stimmt. Ich fühle das nämlich auch gar nicht. Ja. Ihr beide geht nach auf jeden Fall noch Schlammcatchen. Nee, wir hatten halt schon gute Diskussionen mit Reimen und so und Assonanzen. Aber nee, ich meine, das sollte eigentlich mich jetzt mehr diskreditieren als dich, ne? Dass ich das alles so nach Gefühl mache. Aber halt auch mit Leidenschaft. Ja, stimmt. Ich gucke nur auf die Buchstaben und ganz theoretisch. Wissenschaft mit Leidenschaft, genau. Ist es okay, du machst es komplett richtig, Digi. Nein, ach, du weißt doch, wie ich es meine. Du kannst doch hier ankommen mit, ja, aber geschlechtlich ist schlecht, weil das gibt das vor. Aber im Endeffekt fragt da halt der Johnny unter seinem Auto auch nicht nach. Weißt du, ob da irgendwie irgendwann mal was vorgegeben wurde. Aber sollte er vielleicht? Nee. Finde ich nicht. Das meine ich halt. Ich habe halt wirklich nach einer Lösung gesucht, womit sich der Otto Normal, Otta, Bürger mit anfreunden kann. Otto Normal Otto, ja. Ja. Und ja, also ich also groß sehe keine Gegenargumente, wenn man die... Das dann fang mal an, im nächsten Stream so zu sprechen. Ja, ich habe jetzt auch schon angefangen so zu sprechen. Echt? Ja, ne, klar. Natürlich. Siehst du, du hast es gar nicht gehört. Ja, so weil es einfach so flawless ist, Alter. Aber hast du nicht da dein eigenes Argument, dass das mit dem Reimen doof ist und dass man nicht mehr so viele... Nicht genau, ganz vielleicht ein bisschen. Wie gesagt, meine Ideallösung ist ja, es bleibt so, das habe ich hier noch gar nicht erwähnt im Podcast übrigens, dass das so mein 1% Pet-Peeve mit dieser ganzen Situation ist, wenn du dann... eben halt alles mit innen machst, ÄrztInnen und so, dann fehlen halt einfach viele Reime und Deutsch ist halt super geil für Prosa. Ja, aber da muss ich sagen, ja, du könntest in deinen Text mal einfach auf eine gewisse Gruppe anspielen. Das ist vielleicht geil. Will ich das aber, ja nicht. Ja, vielleicht willst du es nicht, aber wenn du halt von ein paar Bäckern sprichst und die sind männlich, dann kannst du das Wort Bäcker ja trotzdem benutzen. Ja, aber vielleicht möchte ich von allen Bäckern sprechen und nicht nur von männlichen. Ah, das ist ja natürlich hochgradig konstruiert, aber der aber das Punkt ist für mich schon irgendwie ein Punkt. Wenn du dann halt statt Ärzte und Anwälte, ja, das sind ja alles andere Änderungen, die Ärzte, Anwälte, Bäcker, ja, dann hast du aber Ärztinnen, Anwältinnen, BäckerInnen. Das ist alles das Gleiche. Aber reimt noch besser, hast du Schlüssel? Nee, das ist scheiße, ist das. Ja, nee, bin ich auch voll bei dir. Aber wie gesagt, das ist nur so 1%. Das soll es dann letztendlich, glaube ich, nicht entscheiden, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen so, aber das ist dann halt nicht so schlimm. Ja. Ist auch ein Unterschied zwischen irgendwie Kunst und zwischen allgemeiner Sprache oder öffentlichen Bekanntmachungen. Da würde ich eher mitgehen, dass ich es okayer finde, wenn du halt singst, ich liebe alle Bäcker, kannst du ja gerne singen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Abhandlung schreibst oder einen Artikel schreibst, dann wäre es cooler, wenn du schreiben würdest, Bäcker und Bäckerinnen. Das ist ja so ein bisschen die Frage, die im Raum steht. Also wenn irgendwann in 20 Jahren an der Schule gelehrt wird, dass BäckerInnen der einzige korrekte Plural ist, dann kannst du das halt auch in Kunst nicht mehr machen. Wird ja aber nicht gelehrt. Ja? Wird ja aber nicht gelehrt. Ja, jetzt ja, gar das nicht. Wer weiß es denn? Vor 10 Jahren war in der Uni auch nicht Pflicht. Das Argument ist aber nicht Pflicht, in der Uni auch nehmen können. So, das also, deshalb ist ja so ein Widerstand. Die anderen Formen sind ja nicht weg. Es gibt ja trotzdem die männliche Gruppe der Bäcker und die weibliche Form der Bäckerin. Who knows? Ja, also was ich jetzt, in Frankreich ist es ja so, wie ich mitbekommen habe, dass die das Verbot haben, in Gesetzestexten zu gendern. Und da sehe ich es wieder schwierig, weil ich finde, Gesetzestexte sollten ja, wenn möglich, so viele wie möglich direkt ansprechen auch.
Und da finde ich es dann wieder gut. Darf ich was Blödes gerade, wenn man jetzt sowas hat in Gesetzestexten, wenn man findet, wie stehst du zum Thema so Fußnoten? Wenn man wirklich an einer Stelle sagt, ja, wir nutzen das, wir meinen alle, ist das sehr scheiße für dich? Also das habt ihr ja, glaube ich, auch schon mal gesagt in der Hausarbeit, dass das einer halt in der Einleitung geschrieben hat und dann halt einfach das generische Maskulin benutzt hat. Das finde ich in Gesetzestexten. Sehe ich nicht das Problem. Ich glaube, das wäre jetzt gerade so ein Übergangsding. Ich glaube, das wird irgendwann auch nicht mehr sein, aber jetzt gerade sehe ich da absolut keine. Ja, aber Gesetzestexte werden wahrscheinlich auch über eine Übergangszeit hinaus bestehen, folglich. Die sind meines Erachtens halt schon kompliziert genug. Also ich finde so eine Vereinfachung ganz am Anfang von wegen, ja, geschlechtlich ist halt beides gemeint, weil da kann, also bei einem Gesetzestext, da möchte ja wirklich jeder Mensch der Auffassung sein, er sei gemeint. Also da kannst du nicht sagen, hey, ich bin Geschlecht XY, für mich gilt das nicht. Deswegen neutral. Ich bringe jetzt einen um. Genau. Ja, mit A. Ja. Nee, aber ich muss da ganz kurz noch einhaken, weil glaubst aber du wirklich, wenn das mit innen sich in irgendeiner Form durchsetzt oder durchgesetzt wird, dass man Kindern dann beibringt, dass Bäcker ein richtiger Plural ist, aber auch BäckerInnen? Also, ja. Das ist, also ich weiß nicht, warum sollte man einem Kind dann zwei Plurale noch beibringen? Hast du das sowieso, Bäcker und Bäckerin? Ja, Geschlecht, dann wären es ja drei, das ist ja noch mehr. Also, warum, ja okay, also es gibt trotzdem noch eine Menge an weiblichen Bäckern in irgendeinem Fringe-Case, die du mal ansprechen willst, ja. Ach, die armen Kinder. Denk doch mal einer an die Kinder. Das ist witzig, weil ich im letzten Podcast gesagt habe, keiner soll an die Dreckskinder denken. Gut, dass du deine eigenen Witze erklärst. Ja, Julius ist gerade nicht da. Ja, ach, keine Ahnung. Aber gerade aus so einer Frage schon heraus sehe ich es halt im Umgangssprachgebrauch sich nicht durchsetzen. Weil allein das halt schon das erste Thema ist, dass A, dass es halt nicht sich entwickelt, sondern entwickelt wird. Und dir die Sache halt, zum Beispiel mit den Kindern, dass man es halt, wie bei Dialekten, die Kinder lernen das halt und wenn sie dann 10 sind, dann kriegen die den auch nicht mehr sonderlich raus. Mhm. Und ähnlich wird es dort sein. Also klar, vielleicht wird es eine Erwachsenensprache oder eine Wissenschaftssprache so. Aber ich habe meine Angst davor verloren, dass bald alle so reden. Ja, warte mal ab. Wenn das Publikum sich einig ist, vielleicht reden wir dann alle okay. Das Bäcker. Liebe Zuhörer, ihr habt unter eurem Stuhl alle eine Fernbedienung. Ich möchte, dass ihr jetzt abstimmt. Ja, also mich interessiert eure Meinung da wirklich brennend. Sagt mal. Also ich würde tatsächlich Zuhörer verwenden, weil dann kann ich sagen, hey, ich war einer der ersten 10, die das gemacht haben. Ich werde den diesmal auf jeden Fall Hörerwunsch nennen. Ich sag's, wie es ist. Warum nicht Hörerinnenwunsch oder Hörerinnenwunsch? Weil das viel zu lang ist und kein Mensch so reden möchte. Du hast alle Menschen verwirren damit. Wer denkt, dass ich vertippt bei Hörerwunsch? Nein, sie hören es ja dann. Ich erkläre es ja dann. Okay, pass auf. Mal gucken, okay? Ja. Mal gucken. So, in diesem Sinne. Hi. Kommt jetzt auch dir nochmal. Hallo. Ich glaube, der hört euch. Also uns, also und nichts. Und Copyright Strike, weil seine Musik laut ist. Ja. Wir müssen jetzt auch zu Ende kommen. Ja, wir haben es ja jetzt geklärt. Also wir haben es geklärt. Und zwar, also meine Lösung hier aus dem Ganzen ist, wir warten ab, was sich durchsetzt. Ich weiß nicht, ob du hattest ja jetzt 500 Studien. Ist ja eine noch irgendwie ganz wichtig, die du erwähnen willst oder so. Ja, aber ich glaube, du hattest das, was du offen hattest, hat Dino dann gesagt, ne? Ich finde es natürlich im Kontext dieses Themas ein bisschen schwierig, dass ich glaube, du seltener zu Wort gekommen bist als jeder von uns. Folglich bitte ich dich, sag noch mal ganz viel. Ja. Wir machen jetzt 2 Minuten nicht ins Wort fallen. Nein. Doch, ich vorwunde dich jetzt. Reicht langsam. Naja, es hat sich ja schon gezeigt, dass das ist super seltsam jetzt. Also so wie ich es mitbekommen habe, fühlen sich Menschen angesprochener, wenn gegendert wird. Mhm. Und ich persönlich möchte das für mich mitnehmen, dass ich versuche, im Sprachgebrauch darauf zu achten, dass ich gendere, dass ich versuche, so neutral wie möglich zu sprechen. Sehe aber auch nicht. Ja. Aber nicht mit A. Ich sehe auch nicht, dass das irgendwie bald kommt, dass das alle machen müssen und dass das alle können. Das soll ja, ich finde, das soll auch gar nicht das Ziel sein. Ich finde, man sollte einfach diesen Prozess laufen lassen und von keiner Seite, von positiv oder negativ oder pro und contra da irgendwie reinfuchteln und das irgendwie bestärken wollen. Ich finde, man soll einfach gucken, wo sich die Sprache hinentwickelt. Entweder es geht in die Richtung oder es geht halt in eine ganz andere Richtung. Meinetwegen kommt irgendwann das A. Wenn es sich halt so entwickelt, dann ist es halt so. Ja.
Ja. Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber mir ist halt auch gerade noch aufgefallen, alleine, dass es in den letzten 10 Jahren oder vielleicht auch, keine Ahnung, wenn du sagst Anfang 70er, aber aktiv mitbekommen habe ich es in den letzten 10, dass es halt so viele Varianten gab. Studierende, Student X, ja, mit X, mit Y, gab es glaube ich auch noch irgendwas oder so. Keine Ahnung. Innen, ja, alleine, dass es halt so viele verschiedene Varianten gab, zeigt für mich schon eher, dass das aktuell nicht so für die Gesellschaft geeignet ist. Weil sonst würde es ja irgendwie das erste geben und dann wird es direkt akzeptiert. Aber mein Gefühl ist, dass dieses Innen sich schon mehr durchsetzte als die bisherigen Formen. Also Profess X und Dr. X wurde ja direkt abgewehrt von den Leuten. Ja. Aber das Innen höre ich gerade sehr, sehr viel. Ob im Radio, Kreisen. Ob im... ja, egal. Aber auch in meinen Kreisen habe ich das Profess X nicht gehört. Hm. Großartig. Nee, also ich muss ehrlich sagen, als es hieß, Tino bringt einen mit, der für Gender ist, dachte ich, du bist so eine unsympathische, aber ich find deine Einstellung eigentlich recht angenehm und die geht auch gut, so. Ja. Also meine Pulsader ist relativ leer heute. Ich würde vielleicht als letztes nochmal kurz ansprechen wollen, dass ich das auch nicht gleichsetzen würde mit Leuten, die damit ein Problem haben dieses Problem, weil sie irgendwie Frauen hassen oder Leute nicht repräsentiert sehen wollen. Ich glaube, dieser Vergleich liegt gerade auf Twitter oder so gerne mal nahe. Mhm. Da gab es jetzt auch so jüngst einen Fall, da hat der Co-Chef von Magic the Gathering hat Opponent und His gesagt. Mhm. Ja, also hat den Opponent halt männlich gegendert. Und da gab es einen Shitstorm und jetzt hat er seinen Twitter-Account gelöscht. Mhm. Und das Ding ist halt, Magic war halt ewig lange eine Männerdomäne und wenn das da so drin ist, man muss auch dazu sagen, er hat halt nicht ganz so reif drauf reagiert, als er darauf hingewiesen wurde, wurde aber auch schon sehr giftig drauf hingewiesen. Mhm. So. Und wenn halt Leute irgendwie das so machen, der ist halt kein Frauenhasser, nur weil er halt fast nur Männer als Gegner hatte in seinen 25 Jahren Magic-Geschichte. Ja, deswegen. Ich muss ergänzen, Twitter zu löschen ist durchaus keine Überreaktion, das ist das Gesündeste, was man dieser Tage machen kann. Ja. Wobei, also Sprache ist schon auch ein Ausdruck von Macht. Das kann definitiv sein. Ich wollte nur sagen, dass es nicht pauschal so ist, dass Leute sich dagegen weigern, weil sie Frauen nicht irgendwie mit mehr Rechten sehen wollen oder sowas. Aber ich persönlich, wenn ich weiß, ich kann mit meiner Sprache mehr Leute einbinden, dann warum nicht probieren? Deswegen, das Hörerwunsch. Deswegen den Leuten sagen, ihr seid so fucking eingebunden, egal halt, wie ich rede. Das ist übelst gut, das ist ja trotzdem der Hörerwunsch, weil es sich ja auf den Wunsch bezieht. Es ist ja der Wunsch. Ja. Und trotzdem ist Hörer drin. Da sind wir ja alle glücklich, sogar mit dem maskulinen Wortstamm. Geil. Also vielen Dank euch beiden fürs Dabeisein, Pauline und Herr Rodas, dass ihr eure Expertise hier anbringen konntet und Robin und mich bereichern konntet mit euren Argumenten und Thesen. Danke, dass du gesagt hast, ich habe Expertise. Ja, du bist das Experte. Und ich wurde nicht angeschrien. Noch ich bin nicht. Glücklich. Noch nicht. Wir machen jetzt hier aus und dann. Macht. Geil. Ja, dann ist die Musik gerade so laut. Hörst du das? Ja, ist ganz schön laut. Unangenehm. Ja. Ist laut. Geil. Dann bedanke ich mich. Tschüss. Vielen Dank.